Naschkatze Chloe lässt auf der Couch ihre Hüllen fallen. So berichtet die Kronenzeitung auf ihrer Online-Ausgabe vergangene Woche. Öffentlich die Hüllen fallen lassen, Striptease vor den Augen der Öffentlichkeit. Jeder, der ein bisschen ein gesundes Schamgefühl hat, der spürt, das ist nicht okay. Es gibt allerdings Bereiche im Leben, wo Hüllen fallen können und fallen müssen. Gott enthüllt seine Gerechtigkeit vor alle Nationen, so heißt es im Psalm 98. Gott lässt sich auf die nackte Haut schauen, er lässt die Hüllen fallen, er zeigt sein Innerstes der Menschheit, Schritt für Schritt immer mehr. Und er tut es ganz in seinem Sohn Jesus Christus. Da lässt er sich ganz auf seine Haut schauen. Da legt sich Gott ganz bloß. Wenn Jesus zum Beispiel, wie Lukas berichtet, 10 Aussätzige heilt, dann zeigt sich Gott hier als der Gott, der den Menschen Gutes tut. Einer von diesen Geheilten, nur einer, kehrt um zu Jesus. Er lobt Gott mit lauter Stimme und er fällt vor Jesus auf die Knie und er dankt Jesus. Sichtbar, hörbar, er entblößt sich sozusagen, er lässt die Hüllen fallen und sich auf die Haut seiner inneren Überzeugung schauen. Er bekennt seinen Glauben in der Öffentlichkeit. Und genau das ist der Glaube, der hilft, wie Jesus zu dem Geheilten sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Diesen Glauben haben die Heiligen gelebt. Franz von Assisi, so berichtet die Drei-Gefährten-Legende, er zieht von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf und predigt das Evangelium vom Reich Gottes. Edita Gruberova, die bewunderte Opernsängerin, hat vergangene Woche befragt über das Wunder ihrer Stimme im ORF-Interview gesagt, es ist ein Geschenk vom lieben Gott, er mag mich so. Bitten wir Jesus, dass er unseren Glauben stärkt an den Gott, der sein Innerstes uns enthüllt und dass er uns die Kraft gibt, diesen Glauben auch zu bekennen in aller Öffentlichkeit. Denn das ist der Glaube, der uns hilft, wie Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen.